Namen und Ergebnis in der Presse, was normal ist, über den Mann berichtet, dann fordere ich ihn auf, das von dem Boxer und dann beziehungsweise seinen Eltern schriftlich zu haben, dass sie die Erlaubnis haben. Es ist in der Vergangenheit vorgekommen, dass über Boxer berichtet wurde, auch negativ in der Presse, ob berechtigt oder nicht. Darüber geht es ja nicht. Das wollen wir nicht im Amateurboxverband. Und im Amateurboxverband. Entweder ist es also Erlaubnis da der Eltern, dass über den Jugend gesprochen wird, auch negativ. Ich denke mal nicht mehr, dass das Problem gehabt wird. Aber deswegen, jeder, der hier über das Ergebnis gezogen, genau etwas berichtet, der braucht die Erlaubnis dieser Person. Denn das ist nicht Pressefreiheit, wie es manche Leute sagen, hier nach Paragraph sowieso. Selbst die Prinzessin von Monaco hat nicht so gut wie auf Prozesse gewonnen, als man sie nachts fotografiert hat und unterhalten hat. So, das zu dieser Sache. Ich hoffe, die Rest der Presse, das ist kein Vorwurf, halten sich daran. Vielen Dank. Und in Zukunft werden wir natürlich vom Verein eine interne Erklärung machen, auch dazu eine Pressemitteilung machen, die natürlich entsprechend an die Vorschriften des Verbandes angelehnt sind. Versteht sich von selber. Vielen Dank.